Ja, hallo und da sind wir zurück bei Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, wir sollen ja die vergessene Ruin in der Oase von Dalgur betreten. Ja, ich glaube, das war richtig. Wir sollen ja zum Leben erwecken. Und hier die totale Nymphe hat schon was zu reden hier. Dieser Adria. Ich habe finstere Ahnungen, was sie betrifft. Sie ist nicht abgeneigt, jedes erdenkliche Mittel zu nutzen, um Asmodan und Belial zu zerstören. Den schwarzen Seelenstein einsetzen. Koste es, was es wolle. Das würde ich auch. Die Dämonenfürsten müssen sterben. Richtig. Mancher Preis könnte sich als zu hoch herausstellen. Selbst für euch. Nein. Definitiv nicht. Kein Preis ist zu hoch, um das Meine Böse... Waren. Halt die Klappe, ich will keine Waren. Kein Preis ist zu hoch, um, sagt schon, das Böse zu vernichten. Ich mache mir Sorgen um Lea. Wie geht es ihr? Warum fragt ihr? Oh, kein besonderer Grund. Sie braucht nur jemanden, der auf sie aufpasst. Das mach schon ich. Keine Sorge. Dieser Soltun Kull hört sich nicht unbedingt vertrauenswürdig an. Einem wird gewöhnlich nicht ohne Grund der Kopf vom Körper getrennt. Wir brauchen ihn, um den Seelenstein zu bekommen. Nun, wenn es sein muss. Aber ich vertraue diesen uralten Zauberern nicht. Führen immer Böses im Schilde. Na, müssen wir abwarten. Erstmal müssen wir ihn überhaupt wiederbeleben. Sonst hat keiner was zu sagen, ne? Nö, ne? Ihr da unten auch nicht? Gut. Was ist das denn? Ah. Mein Stadtportal lebt noch. Oh Gott sei Dank. So. Dann wollen wir mal. Der Weg... Mein Licht. Einen derartigen Ort habe ich noch nie gesehen. Ja, ist nicht schlimm. Irgendwann ist immer das erste Mal. Och nö. Und ich die Viecher hasse. Es ist leicht, sich auf die gefährlichen Feinde am Boden zu konzentrieren. Doch die Blutfalken beherrschen auf grausame Weise den Himmel. Diese blutrot gefiederten Vögel warten, bis ihre Beute sich in einer misslichen Lage befindet. Oh oh. Und schlagen dann zu. Beobachtet ihre Schatten. Bleibt immer fluchtbereit. Ja, es ist schön, aber hier geht's gerade ordentlich ab. All jenen, die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenkerbes. Aua. Es kostete mich viele Jahre, die Wahrheit über diese seltsamen, tödlichen Erscheinungen herauszufinden. Doch meine Quellen lassen darauf schließen, dass es sich dabei um die verfluchten Überreste von Magiern handelt, die einen Dämon beschworen, der weit über dem lag, was ihre Macht zu kontrollieren vermochte. Ja, ist ja schön. Ich habe gerade meinen Bro gefunden. Hier ist Grul, der Zänker. Geil, mein Bro ist auch da. Ja, nur leider ist er der Böse. Hey Bro, bleib stehen! Jetzt gibt's auf die Nuss. So, hatte Zecker mal einen reingekriegt. Oh, die sind aber auch schwer. Ja, man merkt, es ist anspruchsvoller, seitdem wir das auf schwer gestellt haben. Obwohl die Champions größer sind und die Irren verheerender, sind es doch die schamanischen Priester, die Gefallenen anführen. Diese geschrumpften, unscheinbaren Dämonen können einen Feind leicht mit Feuerbällen töten. Doch haben sie die Fähigkeit, Verbündete wiederzubeleben, woher Alter. Der hohe Respekt ihrer Gefolgsleute. Ja, ich komme hier gar nicht zur Ruhe. Da liegt nämlich noch irgendwas von Deckard Cain. Und die schreien. Oh. Boah, statt 6712 Damage. Alter. So. Baal. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Mhm. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu töten. Ah, ja. Oh, da kommt schon wieder ein paar Vögelchen. Ich habe mir erhofft, wenn ich das jetzt hier auf schwer stelle, was ich ja getan habe, dass ein bisschen bessere Sachen hier auftauchen.
explodieren alle her. Oh, 7000 Damage. Oha. So. Also wir sind in der Oase von Dalgo angekommen. So viel kann ich schon lesen. Oh, wir schreiten da schon mal. Was wir jetzt hier gerade bekämpfen, erinnert mich irgendwie, ohne Scheiß, an Diablo 2, Akt 1. Gab's auch so jetzt ein Viecher. Was ist das denn? Ach, der Schatzjäger ist wieder da. Oh, komm her. Na toll, jetzt sind alle an der Backe. Platz. Oh, Kacke. Ich hab sie alle. Ich zieh sie alle auf mich. Egal. Nicht genug Mut. Ja, Moment. Platz. Oh, jetzt steckt er fest. So, jetzt können wir endlich mal Gas geben. Alter. Oh, neue Stufe erreicht. Oh Gott. Alter Schwede, was war das denn? Habe ich die schon alle getötet? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre zu schön gewesen. Oh, die Nerven. Aber schön, wie das Wasser sich hier spiegelt, wenn man drin läuft. Das ist richtig geil gemacht. Oh, das war heftig. Hier liegt noch Gold rum. Oh, hier liegt eine Menge Gold rum. Der Meister der Gefallenen ist tot. Oh, noch mehr. Halten aber auch aus. Also man merkt, es ist dank der neuen Schwierigkeitsstufe echt nicht mehr so leicht. So, der haut ab. Alter, ich will doch jetzt auch mal hier erkunden dürfen. So, jetzt können wir da rennen. So, rennen, 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 rennen. Ist ja auch eine Stufe aufgestiegen. Müssen wir mal die Fähigkeiten mal verschauen. So. Jetzt mal eben nachschauen. Ah, dann nehmen wir die mit. Sieht besser aus. Ah, den Gürtel, den kannst du erstmal nicht ersetzen. Und die Waffe ist Zweihand und zu Zweihand werde ich jetzt nichts mehr sagen. So. Schmerzen unterdrücken. Erhöht die Dauer von Schmerzen unterdrücken. Ja, nehmen wir mal. Kampfrausch. Erhöht die Bewegungs... Oh ja, das ist wichtig. Und die Urahnen verursachen zusätzlichen Schaden. Hört sich auch gut an. So. Ich treffe ja gar keinen. Jetzt, ich habe die Spielverbindung zum Spiel verloren. Och, das gibt's nicht. Na toll. Ich hoffe, ich darf jetzt nicht alles nochmal machen.
irgendwie. Toll.